wieder mit dabei seid zu einem DM-Haul-Video für euch. Es gibt auch Neuheiten aus der Drogerie. Ich war tatsächlich heute Morgen im DM und habe mir ein bisschen was gekauft. Ich habe auch noch ein paar Neuheiten hier, die ich euch gerne zeigen möchte. Und es wäre natürlich kein DM-Neuheiten- bzw. DM-Haul-Video für euch, wenn es nicht auch eine Verlosung geben würde, die ich mal wieder nicht in die Überschrift schreibe. Ihr wisst Bescheid. Also bleibt mit dabei, falls ihr was gewinnen möchtet, beziehungsweise wenn ihr sehen möchtet, was ich geshoppt habe und was es Neues im DM gibt. Das war ein langes Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten durch mit der Schaumhandseife von Palmolive. In der Duftrichtung Jasmin, das ist so ein Mousse, das rauskommt. Das habe ich bei uns im Gästebad stehen und das ist total witzig, weil mein Schwager, als er uns besucht hat, meinte, oh mein Gott, du hast immer voll die tollen Sachen bei dir da rumstehen. Und dann sage ich, ja, die gibt es ganz regulär zu kaufen bei DM, ne? Schaust du mal nach. Jedenfalls habe ich sie eben gekauft. Wer meinen Blog gesehen hat, der hat es schon entdeckt. Und ja, als wir ihn nämlich besucht haben, habe ich ihm das dann mitgenommen. Hat er sich total gefreut. Also als kleinen Tipp für euch, falls ihr was wirklich gut Duftendes in eurem Gästebad haben wollt, dann schaut euch das mal an oder ganz normal im Bad, ne? Also überall kann man das natürlich hinstellen. Dann total unspektakulär ein Spitzer von P2, den habe ich mir auch heute Morgen mitgenommen, weil ich ja ein Style & Talk Video abdrehen wollte und dazu diesen Lip Pencil hier verwenden wollte, die 310 Berry Matte von Maybelline, den trage ich eben auch gerade, weil ich ja gerade fertig bin mit meinem Style & Talk Video. Und ich habe irgendwie den Spitzer verlegt. Ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Und deshalb musste ganz schnell ein neuer Spitzer her. Also total, ja, wie gesagt, unspektakulär. Gespitzt, Video abgedreht. Okay, passt. Dann habe ich mir heute Morgen nachgekauft von L'Oreal meinen Augenbrauenstift. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Augenbrauenstift. Ich habe tatsächlich auch schon zwei Stück leer gemacht. Und das ist der, den ich heute Morgen gekauft habe. Und zwar Brow Artist nennt er sich, Expert in der Farbnummer 109 Ebony, falls ich das richtig ausspreche. Genau, das ist mein neuer und ich liebe den so sehr. Die anderen zwei, ich zeige es euch, komplett leer. Ja, der hier auch komplett leer. Hier hinten habt ihr nochmal so ein Bürstchen und ich mag den halt super gerne. Knapp 7 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, aber wie gesagt, ich liebe den und werde mir den auch immer wieder nachkaufen. Dann habe ich mir nachgekauft von Evelyn, auch total unspektakulär, diese Maxi-Pads, 50 Stück. Ich habe auch schon die kleineren verwendet oder die günstigeren, aber damit komme ich halt überhaupt nicht klar, weil ich mir damit halt auch meinen Nagellack runtermache bzw. mich dann abschminke, falls ich keine Abschminktücher mehr habe. Was für eine super Überleitung. Ich hatte nämlich keine mehr und deswegen habe ich mir diese hier nachgekauft von BB, diese Reinigungstücher. Und wer hätte es gedacht, dass ich mal wieder andere Reinigungstücher kaufe? Das ist nämlich schon die zweite Packung. Normalerweise kaufe ich ja immer die von Neutrogena, aber die gibt es einfach bei uns nicht im DM. Und deshalb musste ich eine Alternative kaufen, mit der ich ganz zufrieden war und deshalb habe ich sie nachgekauft. Jo, so war das. Dann machen wir mal weiter mit einem neuen Produkt. Und zwar von Maybelline. Das wurde mir zugeschickt. Und zwar dieser Tattoo Brow Stick oder dieses, ja, Tattoo Brow. Also man kann sich damit quasi tätowieren. Ich habe mir dazu noch keine Videos angeschaut, weil ich mich überraschen lassen wollte. Ich habe gedacht, ich frage euch mal, wollt ihr das mal bei mir sehen, wie das bei mir aussieht, wenn ich das teste? Ich habe mich jetzt selbst noch nicht getraut. Ich habe halt nur gelesen, was da draufsteht. Es kommt darauf an, wie lange man das einwirken lässt. 20 Minuten, dann habt ihr das Ergebnis, glaube ich, einen Tag. Wenn ihr es länger einwirken lasst, dann habt ihr das bis zu 3 Tage, das Ergebnis. Aber bei Augenbrauen, da bin ich ja echt total, es ist eh ein Thema für sich. Ich bin ja nie zufrieden mit meinen Augenbrauen. Und wenn ich das dann auch noch verkacke, dann habe ich ein Problem. Ja, nee, jetzt so schlimm nicht, aber lasst mich das gerne wissen, ob ich das mal für euch testen soll. Ich meine, das kostet knapp 11 Euro. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich das für euch mal vor der Kamera. Ja, und dann gehe ich wahrscheinlich ein paar Tage nicht mehr vor die Kamera. Nee, Quatsch. So schlimm wird es nicht sein. Dann machen wir weiter mit L'Oreal. Bevor wir mit dem hier weitermachen. Genau, im Hause L'Oreal gibt es auch einige Neuigkeiten. Und zwar gibt es ein neues Puder-Make-up. Und zwar habt ihr verschiedene Nuancen. Ich glaube, es gibt 5 Stück.
Und es ist so, dass ich noch nie ein Puder-Make-up verwendet habe. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich werde es für euch testen, werde euch da meine ehrliche Meinung drüber sagen. Ihr wisst, dass ich da immer ehrlich mit euch bin. Und wenn mir ein Produkt nicht gefällt, dann sage ich das trotzdem, obwohl ich es zugeschickt bekommen habe, weil nur so können Firmen dann auch sehen, hey, das könnte man vielleicht verbessern, wenn es einfach mehrere sagen. Wenn alle immer nur sagen, es ist super toll, dann wird sich auch nichts verändern, ist klar. Jedenfalls hatte ich euch dieses coole Produkt hier auch in meinem Blog gezeigt, dass es das ganz neu eben bei L'Oréal gibt. Ich habe euch ja mitgenommen zum DM in meinem Blog und hatte das schon entdeckt und da habe ich mich natürlich umso mehr darüber gefreut, als ich es in der Post hatte. Und zwar soll man mit diesem Brush hier quasi das Mineral Powder auftragen. Und das Mineral Powder, das verspricht ein schönes, ebenmäßiges Hautbild, dass ihr quasi die Rötungen nicht mehr seht und so weiter. Man soll das auch mehrere Wochen hintereinander verwenden. Also nach 4 Wochen wird das Ergebnis quasi, ja, wird versprochen, dass es eben ein ganz tolles Ergebnis ist und das werde ich definitiv testen. Dann habe ich hier jetzt noch so ein mattierendes Puder dabei gehabt, ein transparentes, also ein loses Puder. Da bin ich auch mal gespannt, werde ich euch auch meine Meinung sagen. Dann habe ich mir heute Morgen noch 2 Masken gekauft, nachgekauft. Diese hier von Garnier, die finde ich am allerbesten. Es gibt ja 5 verschiedene, aber mit der hier bin ich am besten klargekommen. Und zwar diese Hydra Bomb Tuchmaske mit Granatapfel und Hyaluronsäure. Hyaluronsäure, da bin ich immer sofort mit dabei. Und die soll eben feuchtigkeitsspendendes Serum noch mit enthalten haben. Die ist relativ teuer, ich meine 2 Euro habe ich bezahlt, also 1,85. Aber ich mag die halt super gerne. Und für besondere Anlässe kann man die auch mal verwenden. Dann, Achtung, habe ich mir eine ganz teure Maske gekauft. Da habe ich aber echt lange überlegt, da stand ich davor schon im Vlog. Habt ihr gesehen, dass ich es überlegt habe? 3,95 Euro kostet die Maske. Die Marke kenne ich gar nicht. Rose Mask Sheet. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde euch berichten. Ja, auf jeden Fall sehr teuer. Aber ich sage euch Bescheid, wie es war. Dann habe ich, ach hier sind genau noch Concealer aus dieser Perfect Match Reihe von L'Oréal. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Nuancen. Ich denke, ich werde wieder die nehmen wie meine Foundation, also wahrscheinlich die 3N. Die Foundation habe ich noch hier liegen, eben von meinem Style and Talk. Was habe ich denn da für eine Nuance? Ich sag's euch, und zwar die 3D3W, genau. Und der Concealer wäre jetzt die 3N. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall gibt es ganz viele verschiedene für verschiedene Hauttöne. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Und dann hatte ich ja noch ein Paketchen zugeschickt bekommen von Catrice. Habe ich euch auch in meinem Blog gezeigt. Allerdings ja, habe ich da einiges für euch quasi extra nicht berührt. Ich habe mir nur tatsächlich einen Lip Pencil rausgenommen, der auch als Eyeliner gut sein soll, aber mir hat die Farbe eben für die Lippen super gut gefallen. Ich habe den da drüben, ich hole den gleich mal. Auf jeden Fall ist es eine LE, habe ich heute Morgen auch beim DM gesehen. Sieht so, so edel und hochwertig aus und zwar von David Thomas Witzki. Ich traue mich nicht, das auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich falsch sage. Auf jeden Fall sieht es super, super edel aus und da könnt ihr euch schon mal freuen. Hier ist noch das Täschchen dazu. Ich hole euch mal eben kurz den Lip Pencil, damit ich euch den noch zeigen kann. Moment. So, ich habe ihn geholt. So sieht er aus. Und zwar, wie gesagt, es ist ein 2-in-1 Produkt. Ein Lip Pencil und ein Eye Pencil. Also für die Augen ist das jetzt nichts, aber für die Lippen finde ich den halt richtig schön. Ich finde den so genial, den habe ich schon so oft getragen. Und wie gesagt, dazu habe ich ja noch die anderen Produkte. Die gehen dann aber an euch. Ich zeige euch dann im Anschluss, was ihr gewinnen könnt. Und ja, so sieht es jetzt aber schon mal aus. Und wenn wir schon mal bei Lippenprodukten sind, machen wir direkt mal weiter mit L'Oréal. Und da habe ich jetzt schon die ganze Zeit diesen hier verwendet aus der Infallible-Reihe, den Lip Liner, Longwear Lip Liner in der Farbe 701. Ultraviolett nennt er sich. Und die sind so butterweich. Also das kann ich jetzt nicht mit dem hier vergleichen. Die sind halt viel weicher im Auftrag, aber der ist halt auch super für die Kontur. Den von Catrice, da habe ich dann innen einfach nur einen Lipgloss verwendet. Brauche ich jetzt bei dem hier nicht.
Wie gesagt, den habe ich jetzt schon die ganze Zeit verwendet. Ich habe da einige Farben hier, aber die werde ich nicht alle verwenden. Da gehen auch wieder einige an euch. Ganz, ganz tolle Farben mit dabei, für jeden Geschmack mit Sicherheit. Also ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen rumexperimentieren, finde ich. Gerade so Farben, die jetzt nicht so ganz gewöhnlich sind, wie zum Beispiel auch diese hier, diese Lip Paint Lip Lecker von L'Oreal. Ich habe da tatsächlich nur einen verwendet, und zwar diesen hier, weil die anderen beiden gehen dann an euch. Die habe ich euch ja auch schon des Öfteren gezeigt. Ich finde einfach den Applikator richtig genial. Könnt ihr euch ganz toll auftragen. Die riechen richtig gut. Könnt ihr mal dran schnuppern, wenn ihr bei DM seid, und schaut mal bitte das Ergebnis an. Also richtig, richtig toll. Eben jetzt auch ideal für diese Jahreszeit. Diese beiden Farben hier würden dann noch an euch gehen. Packe ich euch mit ins Paketchen rein. Jetzt gerade sowas, da bin ich nicht ganz so experimentierfreudig. Gebe ich auch zu, genauso wie diese zwei Produkte hier für die Augen. Das sind jetzt auch nicht so unbedingt meine Farben, sind ganz neu, werde ich euch ins Paketchen packen. Und ich denke, dass da mit Sicherheit jemand von euch mehr Freude daran hat als jetzt ich, weil das ist natürlich Geschmackssache. Die Produkte sind ja nicht schlecht, hatte ich euch schon mal erzählt von dem Kommentar, das ich bekommen habe. Die Produkte sind nicht schlecht, aber wenn sie bei mir keine Verwendung finden, ist es ja schön, wenn ich euch damit eine Freude machen kann. Und ich denke, gerade vielleicht für jüngere Mädchen, dass das ganz, ganz toll passen wird. Ich habe die auch. Ich habe die allerdings in etwas gedeckteren Farben, ja, muss man eben auch dazu sagen. Dann haben wir noch neue Nagelprodukte von L'Oreal. Das hier habe ich noch nicht verwendet. Das ist mit Arganöl. Das hebe ich für euch auf. Das pflegt mit Sicherheit die Nägel, das duftet mit Sicherheit auch total gut nach Arganöl. Ich habe jetzt noch nicht dran geschnuppert. Ich habe diese beiden hier verwendet, und zwar einmal dieses All-in-One Rose Oil und dann dieses hier, diesen Base Coat mit Peppermint Oil. Das hat mich eben angesprochen, habe ich verwendet. Soll die Nägel pflegen, dass sie eben gesund werden, dass die Nagelhaut schön gepflegt wird. Und genau, diese beiden hier habe ich verwendet. Das wandert also auch noch ins Gewinnerpaket. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch meine Gewinnerbox, beziehungsweise ich werde zwei Pakete machen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal unten in die Infobox. Dazu stehen alle Teilnahmebedingungen. Alle Produkte sind natürlich nagelneu und ja, habe ich für euch aufgehoben, eben weil ich euch auch immer wieder was zukommen lassen möchte. Ihr wisst, ich verschenke wahnsinnig gerne. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß auch, wie ich das Ganze immer verpacke und wie viel Freude ich daran habe. Die Infobox, das ist ganz einfach. Ihr müsst nur einmal draufklicken, dann öffnet sich das Ganze. Da seht ihr auch alle weiteren Infos, alle Videos und so weiter und eben auch die Teilnahmebedingungen. Ja, meine Lieben, das war es also soweit von meinem DM-Neuheiten bzw. DM-Haul-Video von mir. Hinterlasst mir gerne Kommentare, da freue ich mich wahnsinnig, wenn wir in Kontakt bleiben. Abo ist kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt bekomme ich gerade einen Anruf, wie immer, wenn ich drehe. Wir starten durch mit der, ich muss gerade lachen, Entschuldigung, ich drehe es hier gerade zum 10. Mal, mindestens.